Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu unserem Video. Ich hoffe, euch geht's mal wieder grandios. Mein kleiner Bruder und ich haben gestern einen 12-Stunden-Stream gemacht und dabei das erste Mal in unserem Leben eine Win-Challenge. Einige von euch wissen vielleicht, was eine Win-Challenge ist. Für die, die es nicht wissen, bei einer Win-Challenge sucht man sich eine gewisse Anzahl an Siegen in einem oder mehreren Spielen aus, die man erreichen muss. Der Stream darf erst dann beendet werden, wenn man alle Wins erreicht hat. In dem Fall waren das bei uns ein epischer Sieg in Fortnite Duos. Ein Sieg in Fall Guys. Da haben wir gesagt, entweder als Duo in ein Team oder beide in derselben Solo-Runde. Und als drittes Spiel einmal die 1 Million Euro bei Weltmillionär erreichen. Gesagt, getan, der Stream wurde gestartet und wir haben mit Fortnite begonnen. Also willst du am Anfang sicher spielen oder aggressiv? Und nicht in die Wüste, nicht in die Wüste. Wir spielen sicher, dann bestimmt Duo, wo wir gehen sollen. Wir spielen normal, würde ich sagen. Einfach so eine ausgewogene Mischung. Das gibt's nicht. Wie gibt's nicht? Entweder oder. Digga, wir können ja einfach diese... Ah, die haben Akkus. Diese Kugeln nehmen, die gab es früher in Fortnite, immer in den ersten Seasons. Also nicht in den ersten Seasons, aber ziemlich weit hinten und damit kann man sich richtig gut verstecken an manchen Orten. Okay. Also du willst jetzt hier oben quasi so abharzen oder was willst du machen? Nee, nicht hier oben. Wobei eigentlich hier oben gar nicht mal schlecht ist. Ah ne, wir sind... Doch. Sollten wir nicht ein bisschen Loot vielleicht sammeln so? Nein, ich meine ja auch, ich meine nicht, dass wir hier oben rumsitzen. Ja, okay. Dann ist ja gut. Nee, ich will nicht farmen. Hör auf! Knapp daneben ist auch vorbei. Was meinst du? Lass mal noch kurz warten, bis wir wissen, wo die Zone hingeht. Unten ist einer. Hier. Wo? Jetzt sieh gut zu. Soll ich schießen? Digga, das fette Wild hat es genau vor mich gestellt. Deshalb. Okay, sein Teammate muss doch irgendwo sein. Finished? Ja. Wo ist denn der Teammate von denen? Hä, der muss doch irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Der wird ja nicht alleine hier einfach rumlaufen. Bei jeder Challenge nur ein, oder? Ja, Digga, ich weiß, es hört sich so wenig an, aber für uns ist es nicht so leicht, Mann. Also, ich habe noch nie so eine Win-Challenge gemacht und ich hatte noch nie in meinem Leben einen Fall Guys Win. Und ich spiele seit, ich glaube, 23 Stunden Fall Guys. Also... Ach Gott, wenn jetzt, Digga, Finale irgendwo im Wasser stattfindet, gar keinen Bock. Na, was machst du? Was machst du? Nein, der geht auf uns. Von da drüben, Digga, du kleine Arschkrampe. Wo ist der Keck? Wieso tut ihn? Naja, nicht schlecht. Das haben wir vom sicheren Spielen. Irgendwie 45 Tage einfach rumlaufen und dann wird man aus dem Netz einfach richtig schnell weggeschossen. Aber immerhin erste Runde 6. ist ja schon mal vom Win nicht so weit weg. Komm, lass in der Wüste starten, an meinem Spot. Nein, wirklich nicht. Die Wüste ist so ass, Alter. Die Wüste ist komplett beschissen, die ist komplett langweilig, wirklich. Also wirklich bis zum geht nicht mehr. Ja, und der Spot gerade eben war besser, ne? Hat man ja gemerkt. Du wolltest mir sicher spielen, Alter. Wenn es an mir ging, wären wir irgendwo hingegangen in irgendeine Stadt oder sowas. Aber nicht an den Arsch der Welt immer, wo denn nix ist. Versuchst du gerade da, ja, was ist fürs Bauen eigentlich, glaube ich. Wo müssen wir hier aus? Hier oben ist immer noch eine Lootbox. Achtung. Du bist so ein Arschloch. Klar. Du bist so ein Arschloch. Ja. Man kann echt mit dir einfach nicht spielen. Komm, hol dir den Wolf hier. Oh, 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 Schüsse auf mich. Voll, richtig ungünstig jetzt ist. Ich denke mal, wir sind dead. Ich glaube, das ist die beste Chance, wenn wir die Flucht ergreifen. Ich habe einen gedownt. Ich habe das ganze Team gefinisht. Während du mal wieder gechillt hast, ne? Also, was würdest du noch ohne mich machen? Oh, wirklich? Scheiße. Wer schießt denn da? Okay, wieder einen gedownt. Danke auf jeden Fall, dass du mir so viel geholfen hast mit den gegnerischen Teams bisher. Die ist echt ganz geil, die DMR. Wenn du damit triffst, machst du echt guten Schaden. Ich glaube, die werde ich mir jetzt hochleveln, weil wenn... Die hatte ich einmal auf lila und damit habe ich maximals rasiert. Muss nur treffen. Oh, drüben ist ein Gegner, ne? Ja. Der kommt gleich wieder. Komm, lass hier hochgehen aufs Dach und den von oben holen. Jawohl, gefinished. Ja, komm, das schaut doch schon besser aus, die Runde, würde ich mal sagen, ne? Das wird nie im Leben gewinnen. Meinst du? Ja. Alter, wir sind so low. Entweder brauchen wir dann ziemlich dringend irgendwas zum Heilen mal. Alter, Blut. Oh, DMR lila. Böse, böse, böse. Jetzt brauchen wir nur noch Green Life. Das ist das Wichtigste. Wir sollten mal unsere Prioritäten auf Green Life setzen. Gunfight. Oh, hier drüben ist Gunfight. Die kommen gleich rüber und holen uns. Schlag. Gefinished. Oh, die hauen ab da drüben.
stark. Du hast auch die DMR, ne? Du kannst die unten gegen Gold kannst du die hochleveln, das weißt du? Ah, okay. Mach das. Level sie dir hoch. Ich habe sie auf lila gemacht, die rasiert gut, die macht 53 Damage pro Treffer. 4 Treffer und du hast den Gegner fertig. Die müssen ja irgendwo kommen jetzt hier. Warte, komm zu mir hier in den Busch rein. Ah, die haben dich gesehen, wie du reingelaufen bist. Okay, ich hab ihn mit der Boogie Bomb. Hast du ihn wieder erwischt? Glaub schon, oder? Zone, ne? Stark. Aber lass direkt Greenlife irgendwo holen. Ich muss einmal eine Waffe nachladen, warte. In Österreich hat man zwei... Oh, shit, hier ist ein Gegner! Und das war's dann. Ah, gut, dass du mich dann hier lässt. Ja, komm. Dann komm ich wieder zurück zu dir. Ne, der eine ist nicht genug, aber der eine ist so gut wie One-Shot. Awesome. Scheiße. Jawohl! Jetzt aber Dali, bitte, nicht, bitte kommt jetzt keiner, bitte kommt jetzt keiner. Komm, ein Team. Ein Team ist noch drin, glaube ich. Oh, vor allem, wir sind beide nicht so krass unterwegs, ne? Oh. Mhm. Wir haben beide weder, gefällt mir gar nicht. Weder volles Blue Life. Das gefällt mir gar nicht, wirklich. Noch volles Green Life. Da sind sie, chill, beim Reboot, Van. Den ersten Hit. Der eine ist aufgetaucht. Erster ist down. Komm. Gefinished. Der andere ist low, er kommt gleich runter. Jawohl! Zweite Runde! Okay, gut, aber dann haben wir das jetzt auch schon mal. In der zweiten Runde, Digga! Richtig gut drauf und super überrascht, dass wir ihn schon in der zweiten Runde erreicht haben. Sind wir auch direkt zu Fall Guys rüber gestartet nach einer Stunde Stream und dort, ja, haben wir dann ein bisschen die Verzweiflung kennengelernt. Oh ne, warte. Digga, wir sind, aber das wird knapp für uns beide, gell? Ja, wir sind raus. Ah. Ich bin raus. Sie ist raushörten. Rainbows, Scheiße. Klasse. Und jetzt, der erste ist drüben. Ja, der erste hat's geschafft. Scheiße. Digga. Spiel! Dios. Ich krass, Digga. Digga, lauf doch weiter. Nein, nix da, lauf weiter. Deine Mutter läuft weiter. Ich komm da nicht weiter, Alter. Vor allem, ich fühle mich lange schon, als wäre ich einer von denen, weil ich auch so gehören muss. Ja, nur... ja, Digga. Das ist belastend. Belastend einfach. Doch. Kann was werden, Finn. Ah. Runde für Runde vergingen und eine Niederlage nach der anderen mussten wir einfahren. Die Verzweiflung wurde immer größer und mittlerweile haben wir auch nicht nur eine Stunde, nicht nur zwei Stunden, sondern schon drei Stunden gestreamt. Doch dann kam für mich eine unerwartete Chance, den Sieg vielleicht doch nach Hause zu fahren. Digga, bitte. Dann können wir aufhören. Du weißt, dass du Shift drücken musst, gell? Ja. Nein. Ah, du Nein, Digga! Wie knapp war die Scheiße denn bitte? Bro, das ist ein Millimeter gewesen! Ah! Naja, das ist wohl das, was man dann eine Win-Challenge nennt. Knapp daneben ist auch vorbei und deswegen ging es dann weiter mit der nächsten Runde und der nächsten Runde und der nächsten Runde und immer so weiter. Bis dann Finn, der mich bestimmt in 7 von 10 Runden gecarried hat, es ins Finale geschafft hat und einen wirklich guten Run hingelegt hat. Digga, ich bin jetzt nicht fest, okay, ich bin mir nicht sicher. Schön überholt. Bei den Bällen aufpassen. Warum genau ist er jetzt gehechtet? Ich habe richtig viel Zeit verloren. Julian, komplette Ruhe, okay? Bitte nichts sagen jetzt. Nichts sagen. Nichts sagen, okay, Julian? Nichts sagen. Digga, was? Nein, du kleiner Schwanz. Ich hab's. Nein! Ich hab's nicht. Doch, ich hab's, ja! Du hast es nicht! Doch, ich hab's, Digga, da stand Sieger. Nein, du hast es nicht! Ich hab es doch, da bin ich doch. Ich wusste nicht, dass zwei Leute gleichzeitig gewinnen können. Bei ihm im Clip sieht man es aber ganz klar. Ich hab's! Nein, ich hab's nicht! Doch, ich hab's, ja!
Ich hab's. Und dann hatten wir somit Fall Guys auch abgehakt. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden Fall Guys ich mittlerweile gestreamt habe. Es dürften wahrscheinlich so an die 20 Stunden sein. Und ich habe noch keinen einzigen Sieg. Also, ich weiß nicht, ob ich das nochmal in der Win-Challenge einbauen werde. Nach einer kurzen ERL-Pause bin ich zu meinem kleinen Bruder rübergefahren. Und wir haben uns im letzten Spiel Wer wird Millionär gestellt. Man hat auch gemerkt, dass nach so vielen Stunden streamen, die Konzentration und das Hirn nicht mehr ganz so funktioniert, wie bei den Fragen zum Beispiel. Wer kündigt Haut auf die Tüte, in den Sack, gegen den Beutel, vor die Tasche. Oh, einer hat Daddy reingeschrieben. Haut in die Tüte, würde ich sagen. Haut in die Tüte, oder? Haut in den Sack. Entweder in den Sack oder haut in die Tüte. Okay, perfekt. Bei der zweiten Frage schon raus. Leider gibt es von dem Win bei Wer wird Millionär keinen Clip, weil mein kleiner Bruder VODs noch nicht eingeschaltet hatte. Das Einzige, was man findet, ist dieser Twitch-Clip hier, der uns ein bisschen beim Zocken zeigt. Es hat aber ungefähr noch mal eine gute Stunde bis eineinhalb Stunden gebraucht, bis wir die Millionen geknackt hatten. Das war unsere erste Win-Challenge. Schaut gerne über den Link in der Videobeschreibung mit meinem kleinen Bruder vorbei. Der streamt jetzt nämlich auch. Und dann würde ich sagen, machen wir sowas auf jeden Fall mal wieder. Ihr könnt ja gerne mal weitere Games in die Kommentare schreiben, wo man sowas mal machen könnte. Ob euch das Ganze hier gefallen hat, war jetzt mal kein Reaction-Video oder irgendwas. Ich habe mir gedacht, wir laden es aber trotzdem hoch. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Passt auf euch auf. Over and out. Ciao.